Ja, wird gleich alles nachspawnen. Es gab noch die Option, dass nach jedem Server-Neustart die Dinos neu spawnen, aber ich hab's ausgelassen. Um Gottes Willen. Nee. Also ich meine, die Dinos müssen jetzt nicht unbedingt neu spawnen. Ja, die alten würden halt verschwinden und neue dazukommen. Aber so wüssten wir jedes Mal, wenn wir den Server starten, nicht, was hier gerade abgeht. Die Höhen jetzt hier? Richtig, eben, das meine ich ja damit. Ich sehe sie nicht. Und wie ist die Eibrutgeschwindigkeit jetzt? Wie lange dauert das? Was? Ach so, das war jetzt irgendwie 3 Minuten. Das sollte jetzt sogar fertig sein, langsam. Ich bin gerade in so einen Nacktmull reingelaufen. Sehr gut, das heißt, Eibrutgeschwindigkeit ist schon mal so gut, ne? Oh, der ist da. Okay, ich habe sie gesehen. Sie sind jetzt recht mittig, die Hyänen. Baby Dodo. Oh, Baby Dodo. So, was brauche ich für Pfeile? Ich brauche Stroh. Nein! Ist er verreckt? Ja. Warum? Ich glaube, er ist verhungert. Ja, dann musst du losziehen und einen neuen weiblichen Dodo suchen. Oh Mann, und der war Level 31. Fuck. Aber du kannst jetzt hier rechts vorbei, weil die Hyänen jetzt mittig sind. Das ist cool. Habe ich dich gerade röcheln hören? Wen hast du röcheln hören? Dich? Bist du in Pilze gelaufen oder ins Wasser gegangen? Nein. Also ich bin bei den Dodos. Achso. Also Paarung bereit. Paarung bereit. Level up. So. WTF. Ein Tag. 18 Stunden, 35 Minuten. Anderthalb, fast 2 Tage. Und ich hab den... Oh, ist das gemein. Ja, ich kann das beim nächsten Mal ja auch noch höher stellen, damit das nicht so lange dauert. Aber bis dahin kannst du einfach nur einen Dodo suchen. Raptorsattel. Futtertrog. Weißt du, er stand die ganze Zeit da. Übrigens habe ich gerade gesehen, dass mit Level 18 kannst du eine Angel bauen. Das heißt, ich brauche noch... Keine Ahnung. Wie viel? 2 Level? Nee, ja, doch 2 Level. Komm, Para. Lass uns einen Dodo suchen. Denk dran, wenn du bei uns hochgehst und nach links ein Stück, da sind die jetzt gerade. Nach links? Ja. Ich sehe mich schon den Para verlieren, ne? Hallo. So, ich habe jetzt 15 Pfeile. Ich glaube nicht, dass das reicht, 3 Höhlen Platz zu machen. Ich brauche viel mehr. Ich sehe sie nicht. Ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Ein schlechtes. Die sind im hohen Gras. Man sieht sie sehr schlecht. Wie gesagt, du kannst hier, wenn du die Basis hochgehst, rechts. Direkt. Da ist momentan safe. Ja, seitdem sie das nach rechts gelaufen, wer weiß. Das kannst du haben. So. Yeah. Was fehlt mir? Feuerstein. Holy, ich hab die Hyänen gesehen. Ja, da ist gerade ein Nacktmull gespawnt und die Hyänen greifen sofort an. Spawnt gerade noch mehr. Krass. Was spawnt hier gerade noch mehr? Ah, hier ist ein Dodo. Also eine Pflanzenfresser Nacktmull und irgendwie Triceratops ist gerade noch gespawnt. Ne, ich guck mal, welches Geschlecht dieser Dodo hier hat und dann kann ich ihn die vielleicht mitbringen. Ja, ich hab Angst, ich will da nicht langlaufen. So gemein. So, was für ein Geschlecht hast du? Weiblich. Cool. Und du hast sogar... Okay. Der Dodo steckt fest und hat 2 Eier gelegt. Okay. Warum nicht? Und die Bäume wachsen immer noch nicht nach. Ja, warte doch. Hab's nicht so ungeduldig. Doch.
bin die Ungeduld in Person. Dodo, ich will deine Eier haben. Eier, wir brauchen Eier. So, was ist denn hier? Nichts, na toll. Ich denke, wow, guck mal in die geheime Bucht, hier ist nichts. So, mehr Pfeile. Na, das könnte schon ausreichen. Ich werde sie gleich angreifen. Ich werde erstmal den Vogel gleich runterwerfen. Und dann töte ich die Mistviecher. Ach, Bäume. Ich habe Bäume gefunden. Also leider nur zwei Stück, aber hey, immerhin. Soll ich überladen? Komm mit, Dodo. Komm mit. Ich habe ein neues Zuhause für dich. So, wenn hier gleich unsere Basis ist, mache ich Dodo Weitwurf. Ja, stimmt. Der arme Dodo, ey. Bin ich denn so überladen? Sag mal. Ja, das ist unsere Basis. Okay, Dodo Weitwurf. Mal gucken, wie weit er kommt. Ah, scheiße, er folgt mir, ne? Nimm ihn mit. Nee, ich lache jetzt nur gerade wegen Delphi, ihrem Witz. Achso, aber er ist weit gekommen. Er ist bis zur Basis geflogen, ja. Sah gut aus. Habe ich leider nicht gesehen. Aber er kommt gleich zurückgelaufen zu mir, weil ich vergessen habe, ihn anzuhalten zu lassen. Oh, da leuchtet was im Wasser. Oh, seht ihr das Glitzern? Geil. Ich muss gucken, was das ist. Was bist du? Wo seid ihr, Mistviecher? Jetzt sterbt ihr. Heute ist der Tag eures Todes. Nichts. Es glitzert einfach nur schön im Mondlicht. Wo sind die hin? Und hallo und herzlich willkommen, Johnny LP. Ich werde sie finden, Schatzi. Ich werde sie finden. Ich werde sie töten. Hier gibt es glitzernde Sachen im Wasser, die man nicht abbauen kann. Ich weiß. Das ist voll gemein. Ich muss erstmal Gewicht loswerden. Und die Bäume hinten in der Ecke sind immer noch nicht wieder da. Das spawnt ja nur schneller, nicht sofort. Doch, es soll sofort spawnen. Ich mache jetzt die Hyänen fertig, weißt du? Ich hab dir da den Dodo hingeworfen. Meinst du schaffst es mit den Hyänen? Also so ganz alleine, ohne Hilfe? Ich hab 40 Pfeile und ich suche mir einen Berg, wo sie nicht raufkommen. Okay. Fertig ist. Ja. So, wo ist der Dodo? Da. So. Ey. Hallo, Dodo. Level 2. Du bist halt gar nichts. Wenn da nochmal ein weiblicher Dodo rauskommt, dann kannst du nochmal paaren. Jetzt ziehst du. Ja. Vorausgesetzt, ich verkack's nicht wieder. Ja, nehmen Sie.
So. Dann können die sich auf jeden Fall paaren und ich kann jetzt erstmal was trinken, damit ich nicht gleich doch verdurste. Was bist du denn für ein leuchtendes Viech? Na denn. Ach so. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Abend. Viel Spaß mit deinem Haushalt. Oh. Raptoren. Direkt vor unserer Basis. Das ist nicht gut. Ja, toll. Die Hyänen sind verschwunden, dafür sind jetzt Raptoren da, oder was? Ja, wie gesagt, die Hyänen sind irgendwo abgehauen, weil da plötzlich Beute war. Ach so. Okay, ja. Gut, dass ich mich vorbereitet habe. Dann jage ich halt Raptoren. Ist mir egal. Ich muss ja was jagen. So, ich muss die halt nur irgendwie treffen. Kommt her, ihr Schweine! Hier bin ich! Toll, ey. Ich kann den Dodo nicht mal irgendwie... Ist nicht... Ich kann nicht mal irgendwas machen mit dem. Oh. Naja, ich würde ihn halt wenigstens gerne auseinandernehmen, was weißt du, für Leder oder so, aber es geht nicht. Den Dodo? Ja, den Baby-Dodo, der tot ist, der liegt jetzt tot in unserem Haus rum. Den nimmst du eine Axt und steckst drauf? Oh, die sind schon fertig. Was nehme ich? Ach so, stimmt. Wolltest du die mit den Händen häuten oder was? Nein, das meine ich doch nicht, Mensch. Aber ich hatte halt vergessen, dass man den ja irgendwie nehmen kann. Ja, hi, Para, der seinen Kopf durch die Wand steckt. Okay. Gruselig. Ach Gott, ey. Hä? Da ist gerade ein Bär vom Himmel gefallen. Jetzt weiß ich, wie die Raptoren hergekommen sind. Jetzt weiß ich, wo die ganzen starken Viecher herkommen. Die fallen einfach von oben runter. Von den anderen Stockwerken. Ja. Ach so, ich dachte, die spawnen so, indem sie runterfallen. Nein. Über uns sind ja die schwereren Gebiete. Ach so. Ja, das erklärt so einiges. So. Ich fühle mich ein bisschen verarscht. Ich bin jetzt gerade voll am Jagen, weißt du? Der Jagdtrieb hat bei mir eingesetzt. Und jetzt? Ist hier nichts zum Jagen. Die Raptoren sind aus der Reichweite. Die anderen Viecher sind weggelaufen. Ja, wohin? Das ist hier die Frage. Ich will die Mistkerle tot sehen. Wahrscheinlich sind sie gestorben, weil sie irgendwie auf den Triceratops gegangen sind oder so. Das kann ich mir vorstellen. Das kann sogar wirklich sein. Na gut, habt ihr nochmal Glück gehabt, Leute. Dann gehe ich weiter farmen. Bis die Raptoren nah genug sind, dass ich sie schlachten kann. Apropos Raptoren, ich kann mir einen Raptorsattel machen. Das ist schön. Kann ich gut gebrauchen, weil dann würde ich mich auch weiter raustrauen. 140 Leder. Hast du noch Leder? Ein bisschen. Also in meiner Truhe, die bei den Dodos, habe ich Leder reingelegt. Na, ich habe nur das Leder, was ich hatte, habe ich auch alles in die Truhe gemacht. Bei den Dodos? Nee, nicht bei den Dodos, am Lagerfeuer. Achso. Delphi, der 22. Juni ist, glaube ich, ein Freitag, wenn ich das richtig gesehen habe. Also perfekt. Oh, die können auch Eier legen. Cool. Wer ja, was? Die Lystros. Also unsere beiden Level-Booster. Cool. Hm.
Wieso ist denn es immer noch dunkel? So. Ah, da, was? Hm? Minuten dauert das Brüten. Hm? Hast du das gebrütete Ei dort? Das ist hier, ja. Ah. Okay. Ich hab's jetzt hier hingelegt. Ach da. Damit's nicht da hinten in der Ecke ist. Ja, ist eine gute Idee. So, okay, ups. Mikro geschlagen. Aber 13 Minuten? Das hat er vorher auch 20 irgendwie gebraucht. Keine Ahnung, vielleicht ist er ein spezielles Baby, keine Ahnung. Mutiert. Wer weiß. Hat gleich 3 Augen. Mm. Tja. So viel zur Dodo-Züchterei. Ich habe das Gefühl, dass diese Spawn-Geschwindigkeit gar nicht angenommen wurde. Keine Ahnung. Ja, habe ich auch das Gefühl. Tja. Naja, beim nächsten Mal. So. Ja, mein Problem ist halt echt, dass ich in der Zeit irgendwie echt nichts machen kann, habe ich das Gefühl. Na, du kannst so einiges machen. Du kannst das Beet fertig machen. Ja. Das stimmt. Aber dafür hätte ich jetzt auch langsam zu wenig Holz. Oh, hier ist ein Bienenstock. Oh Gott! Ins Wasser! Nein, bitte nicht töten! No, hast du die Bienen einfach angegriffen? Ich habe den Honig genommen. No, das ist genauso dämlich wie eine Nacktmull die Edelsteine zu klauen. Das ja, ja. Ja, das ja, war so, ich weiß nicht. Ich hab's gesehen und dachte, ich greif mal zu. Ja, ja. Das ist wie ich und die Edelsteine. Huch. Aber wir haben jetzt Honig. Ist doch egal, ob ich dabei gestorben bin. Wir haben Honig. Auch witzig. Ach ja, Delphi. Also jetzt hole ich einfach meine Leiche zurück und dann ist gut. Es sei denn, sie haben meine Leiche geplündert und die Sachen in ihr Nest getan. Wer weiß. Kann alles sein. Nee, meine Leiche liegt noch hier. Ist gut, unberührt. Ich krieg so gerade das Fleisch. Cool. Oh, ich habe 4-mal Honig bekommen. Aber das läuft ziemlich schnell ab. Das ist ein bisschen uncool. Obwohl es Honig ist. Wieso läuft Honig ab? Ja, weil Honig abläuft. Okay, das nächste Mal in 13 Minuten. Was läuft der Honig ab? Nein, dann kommt, kann ich neuen Honig sammeln. Ah. Toll. Ja, also ich konnte ein Beet machen und jetzt habe ich kein Holz mehr. Nur weil die Bäume nicht wiederkommen. Ja, musst du woanders hingehen, wo Bäume sind? Nein, das sind aber auch Tiere. Nein, oh Gott, ich habe doch nur einen Baum gefällt. Ich habe dich nicht angegriffen, scheiß Dino. Siehst du? Genau deswegen. Ich habe Angst. Leck mich! Lass mich doch in Ruhe! Was? Nein, warum tust du mir das an? Und er sagt dir zu mir, ich brauche nur dahin gehen, wo Bäume sind. Ja, das Ding ist hier friedlich. Ich hab's nur angegriffen. Aus Versehen. Mann, Nacktmull. Geh weg. Oh Mann. Läuft einfach über mein Beet drüber. Ich hab die Hühner gesichtet. Das ist blöd. Die sind an der Werbetafel. Das ist blöd. So, was haben wir denn hier?
Karottensamen. Na, Karotten klingt doch schon mal cool. Wieso kann ich euch nicht? Och nö. Warum nicht? Was? Brauchst ein größeres Beet dafür wahrscheinlich, ne? Sehr blöd. Aber ich kann doch nur die kleinen. Die normalen Beeren da reinsetzen, ist eigentlich voll langweilig. Ja, das stimmt. Ja, aber gut. So. Nee, gut. Ein neuer Tag hat angefangen. Der Zero wird jetzt erstmal hier ihn schlachten. Sterben sollt ihr. Also, nichts haben wir diesen Stream bisher geschafft, weil irgendwo Viecher sind, die uns nerven. Ja, sag ich doch. Deswegen werde ich sie jetzt alle töten. Ich bin heute der Predator. Oh. Ich lasse mich nicht mehr jagen von diesen Viechern. Es wird zurückgeschissen. So. Also, erstmal Beet bewässert. Sehr schön. Ach schön, endlich wieder hell vor allem. So, jetzt brauche ich nur noch eine gute Position und dann seid ihr am Arsch, ihr Penner, am Arsch. Okay, so, ich versuche es jetzt mit Kartoffeln und mit Zitronen auch noch. Und wehe, das geht nicht. So, wünsche mir Glück, dass das funktioniert von hier aus. Okay, Zero scheißt zurück. Sehr schön. Gut, dass wir das jetzt auch wissen. Nein, wieso geht denn das alles nicht? Ach, das ist doch unglaublich. Also das kleine Beet ist echt toll. Tja. Ja, lauft weg! Los! Lauft weg, ihr kleinen Pisser! Und der hier scheint überladen zu sein. Aber ich töte dich, ist mir egal. Ist so ein bisschen blöd, dass ich kein Fadenkreuz habe. Sonst hatte ich immer ein Fadenkreuz. Ja, ich glaube, das kannst du irgendwo einstellen. Also, was heißt glaube, das kannst du. Ich glaube, sogar in dem normalen Menü. Also, das hat gar nichts mit dem Server zu tun, sondern nur mit deinen Spieleinstellungen. Ich habe so das Gefühl, dass die Pfeile nicht reichen werden. Ist blöd. Na komm, Kleiner. Lauf! Lauf! Oh Gott, er ist zu mir hochgekommen. Nein! Oh Gott, sie haben mich runtergeschubst. Ja, ich bin weg. Holz. Holz. Ich brauch viel mehr Erfing. Pfeile, ey. Ich fertig hier. Ah. Nein. Nein. Ich komme wieder. Mit mehr Pfeilen. So, hast du wenigstens irgendwas getötet mit deinen Pfeilen? Nein. Das ist einfach zu heftig, der eine hat mich. Oh, getötet. Was? Revenger? Was ist das denn? Das sind die Hyänen. Ach so. Okay. Die sind verdammt stark, ey. Was machen die überhaupt hier in der Gegend? So,
So, du meinst ganz hier in den normalen Optionen kann man Fadenkreuz anmachen? Ja, bin ich mir eigentlich relativ sicher. Ich meine, das da irgendwo schon gesehen zu haben. Fadenkreuz erlauben ist an. Aber ist vielleicht beim Server nicht eingestellt? Nee, also meinst du? Warte kurz. Steuerung F. Faden. Ja, ist nicht aktiviert. Naja. Beim nächsten Serverstart. Ach so. Puh. Krass. So. Ey. Achso, ja. So, jetzt habe ich... Yay, ich habe eine Beere gepflanzt. Toll. Lame. Also ich will ein großes Beet haben. Weißt du noch, wann die großen Beete da waren? Keine Ahnung, aber ich kann dir sagen, dass sie in blauen hier Lootboxen sind. Das was? In blauen Lootboxen, die Strahle. Ach so. Das heißt, ab Level 25 ist blau, glaube ich. Das heißt, da in etwa solltest du ihn bekommen. Das entmutigt mich jetzt etwas.